Broncos Quarterback Jay Cutler hat jetzt herausgefunden, warum er in der letzten Saison über 17 Kilo abgenommen hat und seinen Wurfarm nachgelassen hat. Seine Energie hat ihn verlassen, weil er Diabetes Typ A hat. Mit dem Wissen über seine Krankheit und der richtigen Behandlung steht einer Fortsetzung der Karriere aber nichts im Weg. Völlig bekifft steuerte Bears Running Back Cedric Benson ein Boot mit 15 Passagieren über einen See in Texas. Als die Polizei ihn festnehmen wollte, leistete er Widerstand und musste eine Ladung Pfefferspray einstecken. Pac-Man Jones zieht um. Sein Haus in der Nähe von Nashville steht für 1,8 Millionen Dollar zum Verkauf. Ein Schnäppchen beim derzeitigen Dollarkurs. Ein großer See, zwei Scheunen, zwei Gästehäuser, alles da. Und wer immer schon mal wohnen wollte wie ein Krimineller? Ein Mann, der angeklagt ist, drei Menschen außerhalb eines Stripclubs in Las Vegas niedergeschossen zu haben, bestritt die Anklage. Adam Pac-Man Jones habe die Schießerei in Auftrag gegeben und ihn ins Spiel gebracht, um die Identität des wahren Schützen zu verschleiern. Bei dem Vorfall wurde ein Angestellter gelähmt und zwei weitere schwer verletzt. Die Vikings wollen, dass sich ihr Defensive End Kenechi Udiz voll und ganz auf die Heilung seiner Leukämie konzentrieren kann und nicht um seine finanzielle Situation bangen muss. Sie setzten ihn bei vollen Bezügen für dieses Jahr auf die Verletztenliste und wollen nächstes Jahr entscheiden, ob sie ihn wieder einsetzen können oder ob er gefeuert wird. David Jacobs, 35, bekam 3 Jahre Bewährung und eine Geldstrafe von $25,000, weil er mit Steroiden gehandelt hat. Auch NFL-Spieler wären unter seinen Abnehmern gewesen, sagte er nach dem Urteilsspruch. Diese müssten sich aber keine Sorgen machen, denn er würde ihre Namen nicht ausplaudern. 4 Monate, nachdem ihm im rechten Knie ein neues Band eingesetzt wurde, nahm Chargers Quarterback Philip Rivers am Training teil. Auch Running Back LaDainian Tomlinson, der ebenfalls eine schwere Knieverletzung hatte, nahm am Training teil. Bengals Linebacker Ahmad Brooks soll eine Frau ins linke Auge geboxt haben. Am 6. Juni steht er deswegen vor Gericht. Fred Davis findet die NFL bereit zum Gähnen. Der Tight End wurde in der 2. Runde der Draft von den Redskins einberufen und verschlief bereits am 3. Tag in der NFL das Training. Colts Wide Receiver Marvin Harrison wurde nach einer Schießerei in einer Bar in Philadelphia von der Polizei verhört. Harrison ist der Besitzer der Bar und eines Carwash in der Nähe. Er steht nicht unter Anklage. Panthers Quarterback Jake Delhomme trainiert wieder. Er wurde letztes Jahr am Ellenbogen operiert. Die Bills werden für die 8 Spiele in Toronto über die nächsten Jahre 78 Millionen Dollar bekommen. Die Firma Rogers Communications, die die Spiele veranstaltet, garantiert diese Summe in kanadischen Dollar. Der Kurs steht aber ähnlich dem des US-amerikanischen. Und all diese Nachrichten gibt es zum Nachlesen auf www.win-football.de. Bis zum nächsten Mal.